viel entdecken und gleichzeitig dann Werbung dafür machen, ist eigentlich mal ein guter Deal für alle Beteiligten, denke ich mir. Wenn ihr Bock habt und auch auf das Spiel Bock habt, dann Ausrufezeichen Fallujah eintippen. Da bekommt ihr alle Informationen, die ihr haben wollt, dazu. Ansonsten zeigen wir euch heute Folgendes. Wir sind quasi im Single- und im Multiplayer-Modus unterwegs. Und zwar, um euch einen Eindruck zu machen. Wir werden die zweite Mission der Kampagne spielen. Wir werden heute ein Koop-Spiel spielen und zwar explizit mit AI als allererstes, bevor der Rest kommt. Und danach spielen wir noch die restliche Zeit vom Stream Koop mit allen Beteiligten, also mit Christian, Jay und Sebastian. Und der Entwickler hat uns darauf hingewiesen, hallo Patrick, dass wir explizit den Koop-Modus mit AI spielen sollen, weil da sind die sehr stolz drauf. Ich bin sehr gespannt, das werden wir tun. Ich würde sagen, wir sollten auch gar nicht mehr allzu lange schnacken, oder? Und könnt ihr euch dann selbst einen Eindruck machen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass das dann dementsprechend für euch auch alle feini ist an der Stelle. Ansonsten habe ich nichts mehr für euch. Also würde ich sagen, gehen wir rein. Gehen wir rein. So, und zwar in die Kampagne. Und zwar spielen wir Operation Al-Fajir an dieser Stelle. Und ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Noch nicht abgeschlossen. Ich habe die erste Mission hier schon mal gespielt. Und zwar Vigilant Resolve. Das ist aber wirklich eine sehr basic Tutorial-Kampagne. Zeigen wir die jetzt hier nicht. Also da geht es wirklich um das Typische. Lauf dahin, mach das. Guck dahin, schieß auf den. So nach dem Motto, ja. So, also habt ihr nichts verpasst? Also wir gehen rein. Ballern, ja. Ist richtig. Bin ich selbst sehr gespannt. Wenn der Sound gleich zu laut sein oder zu leise sein, sagt er Bescheid. Könnte man meckern. Es geht wie immer um die Demokratiebringung der Welt, ja. Afterburner, Dankeschön für 5. Ich bin etwas leise. Bin ich? Boah, Alter. Nee, ich kann mich nicht noch lauter machen. Also, ich bin etwas leise im Vergleich zum Spiel. Moment, das Spiel ist soweit auch. Sofort mal gucken. Auch nicht so leise. Night before the battle, slept in a hole in the desert about 3 miles north of the city. And I say slept because none of us slept, didn't sleep one second. What you kept seeing was here and there almost flickering like fireflies or guys checking their luminescent watches. And you would just see it, minute, like checking, checking. When you can just look around and see like miles of men and machines get ready to try and take the city, you knew that it was going to be big. Early in the morning of November 9th, 6 battalions of American and Iraqi forces assembled along the northern edge of Fallujah. Their mission will be to clear every insurgent out of every one of Fallujah's 50,000 buildings, so only Fallujah residents can return. It was pitch black that night. Pitch black, because they did the attack on no moon, no illumination at all. And you could hear them from the mosque shouting to each other, let them come in, you know, never run, never show them that you're afraid. All of a sudden, we had Humvees blasting AC/DC, and we're like, let's go in, let's get it over with, let's go home. It's not a general's war. It's a war that's fought by the corporals and the sergeants and the non-commissioned officers taking charge of their fire teams and their squads. I knew this was an Al-Qaeda thing, this was a foreign fighter thing. I knew this was whoever the hell wanted to fight us in the whole world was coming to Fallujah. You're about to walk through fire, the hottest trial by fire of your lives. But I know each and every one of you standing here. So sieht's aus. Falls ihr es nicht wissen, Sixes of Fallujah basiert auf Erzählungen und Geschichten von echten Marinesoldaten und Iraki-Civilians, die quasi dabei waren. Shit, I can't believe we're going for real.
Ja, ich glaube, es ist nicht Felix, komm. So, also basiert halt im Prinzip dann nochmal auf der Geschichte dahinter. Gut auf Erzählungen. Und wie echt die waren, ich weiß nicht dabei. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, führe Gator in die Stadt. Das ist wie Gator. Wir gehen rein. Fuck. Erstmal in das Feuer gelaufen. So, wo befinden wir uns denn? Achso, der Gator ist das da vorne dann. Das Ding da, okay. So, darf ich die selber fahren? Oder muss ich den nur führen? Okay, Munition nachfüllen. Okay, wir gehen rein. Oh Gott, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein Noob mit diesem Spiel. Ich habe die erste Mission schon gespielt und muss sagen, ich habe oft die KI, das werde ich euch sofort zeigen. Ich wusste jetzt nicht, dass der an dieser Stelle schon alles, wie gesagt, ich kenne die Kampagnenmission nicht. Aber ich habe in der ersten Mission auch endlich oft auf die Fresse bekommen, weil ich eher so ein, ich sag mal, Echtzeit-Shooter-Boy ja normalerweise bin. So. Dann habe ich die eigentlich zum Mal den Leuten gesagt, rennt mal da hinten. Das war für mich dann besser. Jetzt weiß ich ja nur nicht, ob die da sind an der Stelle noch. Jetzt steht nach vorne. So. Und ganz wichtiger Punkt. Ah, guck mal. Jetzt wird es erst gesagt. Du kannst den Leuten halt dann quasi sagen, das beobachten. Oder halt da so von hinlaufen. Oder auch nicht. Da darf ich mich hinschicken. Wo ist die denn hin? Ready steht hier? Ist die anderen beiden? Die kommen bestimmt sofort wieder, oder? Ah ja, da vorne kommt sie. Staged breach. Issue a move go. Also Shift links und drücke, um aufreihen zu befehlen. Okay. Was heißt aufreihen? Okay, dann könnt ihr euch bewegen. Dann außen behaltet auch. Okay. Darf ich jetzt gleich noch weitergehen? Ich weiß es noch nicht. Aber lang, das wollte ich nicht. Na schon, fahr weiter. Bist du da jetzt durch? Erweitert sich das Spiel dann? Er ist auf der anderen Seite. Das hat sich noch nicht, wo wir langfahren müssen. Ich hab nicht aufgepasst. Ich ganz ehrlich bin nicht mehr so fasziniert davon. Moment, wo müssen wir hin? Säubere designiertes Gebäude. Das ist das da. Hoppala. Einfach das hier links von mir. Das ist das hier. Okay, hier gehen wir rein. So, pass auf. Ich werde jetzt nochmal dieselbe Taktik machen, wie ich das vorhin gemacht habe. Ich mache als allererstes mal das Licht an. So. Oder? So, aufrein. Komm. So. Und. Heh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 
weil ich bin nicht so gut mit den Schüssen immer, ehrlicherweise. Ich habe gesehen, dass das doch etwas komplexere Schusssystem nichts so für mich ist. Pass auf, und zwar hast du folgendes, du kannst halt so dieses Fahrkreuz in der Mitte, dann hast du halt einen, ich sag mal, einen aufgebäumten Modus so ein bisschen und den. Also du kannst halt in alle drei Richtungen jetzt vorweg gehen. Und ja, das ist halt. Moment. Ich mach das Spiel noch kurz drin, leise. Und dann kannst du halt dementsprechend halt auf verschiedene Modi zielen. So, kommt. Um die Ecke. Und du kannst halt auf jeden Fall immer deinen Trupp vernünftig benutzen. Okay, wow. Da ist niemand. So. Genau, jetzt fühlt sich ja quasi immer wie der Chef, wenn der andere was machen lässt. Haben wir das schon geschafft? So, aber den zweiten Block. Okay. Können wir hinten raus? Das ist jetzt rechts. Raus und rechts. Okay, das kriegen wir hin. So. Die Tür machen wir auf. Da gehen wir jetzt raus. So, und das Gebäude hier müsste das dann sein. Ah ja, guck mal, da ist auch angezeigt. Moment, wird auf mich geschossen? Doch, hier wurde auch auf mich geschossen. Egal, ihr geht da rein. Okay. So, und... Ein mit euch. Oh Mann. Solche bedrückenden Szenarien immer direkt so. Hm? Das ist nicht das Schlauchlevel. Naja, also. Moment. Peak Performance Skill. Also. Schlauchlevel, naja, du siehst ja so halb offen, würde ich sagen. Wie nennt man das? Ist es halb offen? Ich weiß nicht, ob das halb offen ist. So, haben wir das ja auch fertig? Der wurde im zweiten Block? Ne, noch nicht. Da nicht. Wo wären die? Halt rechts. Wohin müssen wir denn unterdrücken? Da rein? Reicht jetzt? Ich weiß noch nicht, wo ich hingucken muss. Ich habe gerade aus Versehen leider auf die andere Seite geguckt. Können wir hier rein? Und das aufmachen damit? Bin gespannt. Nein. Das nicht. Okay. So, gut. Also, dich müssen wir wiederholen. Jetzt passen wir, fangen wir ein bisschen auf die Mission auf. Du bist das Gebäude, welches ich wahrscheinlich suppressen soll. Kann ich das von da suppressen oder kann ich das auch von nicht suppressen? Ne, von da aus nicht. Ist das der zweite Block oder habe ich unten einen übersehen? Warum ich hier noch einen säubern muss? Mal ganz kurz hier unten. Weiß jetzt nicht. Ne, ich habe keinen gesehen. Keinen übersehen. Gut, gut. Oh lol. Er war noch draußen. Aber das war's immer noch nicht. Ich immer ums Gebäude rum. Da. Noch irgendwo einer? Jetzt fahren wir weiter. Ich höre es. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. So. Oh Lord, what the? Ready jetzt aufheben? Okay, sehr gut. Das haben wir gemacht. Ich habe nichts mehr zu. Du hast keine Munition, ich habe keine Munition. Okay, sehr gut. Also.
Jetzt habt ihr gerade Peak Performance Gameplay gesehen an dieser Stelle, wie man es nicht macht auf jeden Fall. Wir werden jetzt aber jetzt besser sein, vorsichtiger sein und erst in die, ich sag mal, dunklen Ecken gucken. Bevor wir in die nicht so dunklen gucken. So, was ist das nächste designierte Gebäude? Halt da vorne oder links? Ich finde interessant, dass halt das irgendwie ganz cool gemacht ist mit diesen Raumschwaden. So, wie kommen wir da jetzt rein? So, das ist hier links, ja? Okay, das kriegen wir jetzt hin. Das machen wir jetzt vernünftig. Da habe ich noch eine Granate? Ja. So. Jetzt gehen wir hier hin. Auf rein. Sehr gut. Hab ich mal wieder hingeguckt. Und rein. Okay. Vorsichtig. Weiter. Hier nicht. Oh Gott, Dennis, lass dich nicht umschießen. Diesmal wirst du es schaffen. Da rein. Moment. Ne, hier war jetzt keiner. Da, auch noch nicht. Auch noch nicht. Ah, vorsichtig. Basement ist empty. Okay, das ist schon mal gut. Dann gehen wir wieder hoch. So, was haben wir hier noch hinten? Hier haben wir nix. Auch empty. Also können wir nach oben, würde ich sagen. So. Die anderen. Okay. Moment. So. Ah, vorsichtig. Moment, Moment. Von da vorne wurde ich auch noch angeschossen. Yes. Achso, das war jetzt mein Bree hier. Okay, sehr gut. So, Flagge weg. Das ist unser Haus. Okay, ist das wirklich unser Haus? Oh Gott! Boah! Alter! Okay. Ja, es ist ein echt rentner Place hier gerade an dieser Stelle. Holy moly! Alter, ich schau euch auf jeden Fall die Anti-Moves, ey. Macht mal so nicht. So, ich weiß, aber hier gibt's nochmal neue Munition, die nehme ich mir zumindest mit. So. Alter! Das war. Ich lasse mich echt von der KI carryen. Every time we would go into one of those buildings, you never know what to expect. And as soon as I walk in, I see a machine gun right in front of my face, maybe 10 feet, 15 feet from me, right in front of my face. Going first and playing Russian roulette every day is not good for your mind, you know? The way I did it with my Marines is like, you know, the person who goes in first is never wrong. They have the most to fear. The only way you can clear a city is you have to search every house, you have to search every room, and you have to root out every insurgent. We're doing our methodical house clearing work, and that call comes over the radio. You hear them, we're attacking, we're a block away. And you just think, oh, like, please let that be outgoing.
Das wünsche ich mir auch krass vor, weißt du, wenn da irgendwie in Häusern unterwegs bist, dann schießt irgendeiner so einen Mörser auf dich. Hm, gibt es Interviews von der Gegenseite? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube nicht, dass es hier um richtig oder falsch geht oder so Geschichten, sondern eher so darum, um das Immersionslevel an sich. Okay, so, die Mörserstellung. Wo seid ihr? Sehen wir noch nicht. Laufen wir jetzt weiter? Noch nicht? Okay, lokalisiere, zerstöre Mörserstellen, die vorankommen. Das können wir entlang der Phasenlinie Isaac verhindern. Okay, aber woran neutralisiere ich den jetzt? Kann ich sehen? Und wo der einschlägt? Hm. Also ich kann nichts. Doch. Da bin ich mal in der Balkonie, aber wo? Okay, also irgendwo hier vorne waren die. Richtig? Okay, wir kommen der Sachen, glaube ich, näher. Ich habe jetzt noch keinen gesehen. Moment, von wo aus schießen die? Und doch von da. Das ist schon richtig. So. Also, wir laufen jetzt da vorne raus und diesmal werde ich carryen. Das Ganze. Da in die Richtung. Irgendwo da oben drauf oder so ist es. So, kein Problem. Habt ihr gesehen? So läuft die Geschichte. Wer ist da? Da ist keiner. Ja, ich würde wahrscheinlich safe an einem eigenen gerufenen Mörser oder so verrecken. Ist ja nicht so, dass mir solche Sachen nicht schon öfter mal passiert sind, ne? So, jetzt will ich einfach mal hier hochgehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er da oben drauf ist. Das sieht auf jeden Fall so aus, wa? Das war mit dem, sehr gut. Ich frage, wie er gerade erstellt ist. Hola, mach an. Okay. What the? Wir müssen nach unten. Also, wir müssen kurz nach unten, weil unten sind meine Bres reingegangen. F halten für erste Hilfe. Okay, auch nicht. Oder auch nicht. Ja. Okay, das war schlecht. Nach vorne schon. Ja, ja, ja. Okay, das machen wir nochmal. Das war nix. Ja, ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass ich so einen Mörser auf meine eigene Position rufe. So, also. Schritt 1. Besser zielen. Schritt 2, wenn so ein Dude mit einem vollautomatischen Maschinengewehr in der Hand vor dir steht, schneller sein. Schritt 3, nicht treffen lassen. Schritt 4, wenn das steht, F drücken. Payen wir keinen Respekt, sondern wir halten unsere Blutung. Ja, man kennt es wirklich, wa? Immer wenn man wegschaut, kommt einer. Ich frage mich auch, warum die anderen gerade unten reingegangen laufen sind. So, einmal kurz hier reinlaufen, ein Stück, weil da oben, oh, guck mal, wie viele da oben drauf sitzen. So. Ja,
mit, kommt mit. Jetzt gehen wir hier rein. Doch, doch. So. So, diesmal machen wir das instant gut. Und wo war das? Ich weiß nicht, von wo das war. Alter, wird von überall wird hier geschossen gerade. Holy moly. Assist ist gefallen. Und wer ist Assist? Aber wo? Wo? Ja, wir sind auch zu dritt. Oh. Doch. Okay, wir sind auch zu dritt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also berückt eine Stimme ist auf jeden Fall. Gib eine Muni-Anzeige, ja. Du kannst kurz R drücken und dann gucken, wie viel noch drin hast. Oh. Was wird? Wo schießt der? Hat keinen gesehen. Bewegt euch mal da hoch. So, los geht es. Aua. Alter, das ist ja fucking schwer. Holy moly. Holy moly. Okay. Das versuchen wir jetzt nochmal. Ja, das sah nicht so gut aus. Ja, da hatte ich schon... Also ich meine überhaupt, dass ich nur noch zu dritt reingehe, ne? Holy moly, ey. In meinem Squad, wir sind zu viert. Ich versuche mich von der Kacke kehren zu lassen. Ja, ich bin zu schnell, wa? Ja, ja, wahrscheinlich schon. Okay, also. So. Ich schmeiß das Ding da vorne irgendwo hin. Und dann, da vorne war einer. So, das war gut. So, schön vor. Moment, ist das einer oder nicht? Ich sehe ihn zumindest nicht. Heißt jetzt nicht, dass da keiner ist. Dahin bitte. Mal kurz reingucken. So. Alle sind hier. So, der Mörser ist da drauf. So, dann kommt mal mit. Also wir gehen jetzt hier die Treppe hoch. Okay, das war gut. Wir gehen nicht hier die Treppe rauf. Oder doch? Ne, wir gehen nicht hier die Treppe rauf. Schade. So, wir gehen nochmal hier links. Und gehen hier. Auch nicht. Wir müssen auf die andere Seite der Mauer. Das ist scheiße, Alter. Aber was ist mit Leuten? Oh. Oh, da. Sorry. So.
Jetzt hier links rum. Oh Gott, ey. Bewegt euch mal bitte alle hier hin. Kommt, komm, 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 Feier. Wir gehen hier die Treppe hoch. Diese Treppe ist unsere Treppe. Okay, haben wir noch gut Schuss. Alter. Oh Gott. Brady, hilf mir. So, jetzt. Dankeschön. Okay, jetzt nochmal gucken. Wo war der? Haben wir nicht gesehen, oder? Okay, wir gehen hier hoch. So. Vorsichtig. So, eins zerstört, zwei zerstört und guck mal, das war doch jetzt gut, oder? Drei zerstört. Nice. Alter. Wer schießt denn hier? Warum schießt er auf uns? Ah, lol. Wer schießt auf uns? Weil unter uns einer ist. Aber der ist schon die Treppe runtergegangen. Da auch, oder was? Ich gehöre zum Aviator zurück. Okay, das machen wir. Aber wir machen das über die draußen Seite. Also hier passiert auf jeden Fall super viel so nebenbei die ganze Zeit. Das finde ich halt krass. So, nicht alles, was irgendwie ein Ziel ist, ist halt auch alles eigene. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist halt nicht so wie... Nee. Nein, nein, nein. Scheiße. Ich hatte keine Muni mehr im Magazin. Hilf mir kurz hoch. Okay, sehr gut. Also, was ich damit meine ist, im Gegensatz zu anderen Games, hast du hier die Sache... Ja, und kein Night Vision wäre irgendwie auch nice, einfach. Hast du halt hier die Sache. Lol. Dass halt nicht jeder, der irgendwie rumballert, zu dir und deinem Kampf gehört. Sondern es kann halt sein, dass du quasi gerade die KI in der irgendwo da hinten einen Kampf macht, nur die ganze Zeit der Geballer hörst. Aber ist gar nicht dein Spiel gerade. Okay, dann nehmen wir mit. So. Okay, sichere das Gebäude. Ah, schon ein Stück weg, ne? Ja. Ich stehe jetzt drauf. Fährst du mit? Ja, okay. So, du bist mein Ziel, ja? Dann bist du nicht. Achso, du musst jetzt vorfahren. Nee, also das Ziel ist auf jeden Fall das da vorne. Achso, lol. Das ist kein Kampfgebiet. Wenn siehst du, das ist doch da genau, ich meine, da hinten gibt es quasi gerade so einen Kampf zwischen zwei anderen Trupps und die gehören gar nicht zu mir. Also damit werden wir wahrscheinlich auch nichts zu tun haben. Weil wir jetzt in das Haus reingehen. Wir gehen gleich auch noch in den Koop. Oh Gott!
So. Das ist mein Haus. Yes, das ist es. Oh Mann, ey. So ist ja immer super bedrückend. Uhuhuhu. Hallo. Hallo. Oh Gott. Ich hab gesehen. Da. Irgendwas aus der Richtung, oder? Ich werde nicht von hinten beschossen. Da? Da war es auch nicht. Da! Ja, schon nochmal. Oh! Boah, scheiße. So. Wollen wir nicht beobachten? Könnt ihr bitte bis hierhin kommen? Ich sehe niemanden gerade. Doch, da vorne. Okay. Kann ich hier einfach runter? So. Springen wir jetzt rüber. Sehr gut. Moment, das war nicht meiner, wa? Haben den gemacht? Oh! Oh, Digga! Ready, hilf mir! Erneut! Drop Nummer 95! Oh Gott! Ich wollte doch nur... kurz gucken, wo wir stehen. Und was? Moment. So, war das Gebäude. Bin ich schon noch vorbeigelaufen? Ist wieder nach Norden ein Stück. Ne, Moment. Norden ist da. Müssten nach... doch, Norden ist oben. Auch auf der Karte. Ja, das Gebäude. Das müssen wir säubern. Ja, komm mal mit. Schuss, kriegen wir hin. So, Tür auf. Okay. Evakuiere das Gebäude. Was heißt das? Moment, achso, lol, das liegt eine riesige Rakete. Wow! This is the enemy we're facing here. They're vicious, they have a lot of tenacity, and they're a lot smarter than we think. And so for me, it was kind of a reality check. This is what this battle is going to be like. Men like Sarkari and Bin Laden, they want, they don't care if they. Ja, was das evakuieren nochmal war? Ja, ja, absolut. Ey, evakuieren heißt raus aus dem Gebäude, aber ich habe das nicht gemacht, Alter. Why wouldn't a guy like Al-Zarqawi continue? Ask yourself that. You know, in the first 2 days, we were not even into like the main battle of it. First 2 days was just like an appetizer for what was going to happen. It just kicked us in the balls.
and realize that, you know, we're not superhuman here. We're actually getting killed. Everything kind of hits home after you've seen somebody die. And when you're sitting there and it's quiet and you're sitting there by yourself, you know, and you're waiting for the attack to happen, that's when your mind starts wandering. There's this sense now that our technology, our drone warfare, guided missiles, that they in some way inoculate us to the ageless nature of war and the brutality of it. Man muss tatsächlich sagen, so macht einen auf jeden Fall Bock auf weniger davon, ne? Take every step like your life depends on it. So Sachen sind immer irgendwie so ein bisschen weit weg und so, aber das scheint irgendwie einen näher ranzuholen. Das ist schon krass. Hallo. So, Mission geschafft. Das soll, also genau, sowas sollte in einem Videospiel bleiben. Ja, ey, da bin ich komplett der Meinung. Auf jeden Fall hat Hadrian es dargestellt. Ey, wie gesagt, Kampagne geht auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Wir werden jetzt nicht weiterspielen. Wir werden jetzt aber Richtung Koop gehen an dieser Stelle. Wie gesagt, könnt ihr das sehen, ein paar, es gibt noch mehr Sachen. Wenn ihr da Bock drauf habt. Ausrufezeichen Fallujah. Und, genau, das spielt in den 6 Tagen um den Ort Fallujah herum. So, und jetzt den Koop, und zwar gibt es da 2 Varianten. Und zwar einmal, ihr habt Freunde, so wie ich, und man spielt das gleich mit den Jungs. Oder B, ihr habt die nicht. Und dann kann man eine Mission machen, ja, kannst du eine Missionseinstellung machen, bla bla, was hier Missionsvariante, Nordbahnhof, Wohnblock. Das ist aber eine zufällige Mission, die dann gewählt wird. Und dann können wir einfach statt einer Spielesuche beginnen, können wir das Ganze auch mit dem AI-Team auffüllen lassen. Und da gehen wir doch dann direkt mal rein. Genau, innerhalb der Kampagne soll man beide. Wenn man soll sehen und mal, ich zitiere das jetzt mal ganz kurz. Man sieht, Moment. So, das sind von reellen Personen, sowohl irakischer als auch US-militärischer Seite. Holy moly. So, sichere das Gebiet. Mehr als 15 Minuten. Welches Gebiet? Moment, in welche Richtung? So, los geht es. Oh Gott, da ist direkt einer. So, auf jeden Fall. Holy moly. Oh! Kann ich. Ein bisschen. Gib mir das. Zivilistische Leute. Oh, Leute, so. So. Also, das Gebiet sichern, das kriegen wir hin. Ah, ich lass mich wirklich von der KI carryen. Hat der mir das Ding halt einfach ins... Oh, ins Face geschmisse. Ready? Alter. So. Wo müssen wir jetzt? Ah, das ist das Gebiet, was wir ja sichern müssen. Nördlich der Landezone.
Okay, so dann heißt es, wir gehen jetzt in die Richtung weiter auf jeden Fall. Da vorne ist der Sniper. Ja, wo ist hier? Wohin? Wohin? Okay, pass auf, wir gehen durch dieses Gebäude durch. Damit wir nicht so draußen sind. Das ist mega Taktik. Ja, das war schon mal gut. Dann gehen wir gleich da rein. Das ist schlecht. Da oben guckt mich einer an. Oh. So. What the fuck? Scheiße. Ich will nicht hierbleiben. Ich weiß, dass du mich gut verbindest, Ready. Ich finde auch geil, dass du Ready heißt, aber das ist nicht das, wo ich eigentlich hin wollte. Ich meine, wir werden die ganze Zeit irgendwie beschossen, oder? So, schnell darüber. So, da kommen wir natürlich nicht hin. So. Oh Gott. Das kann nicht wahr sein. Ich werde so oft gekillt hier an dieser Stelle. Alter, das ist fucking schwer. Holy moly. Okay. Pass auf, ich gebe einen Versuch, geben wir dem Ganzen noch, würde ich sagen. Vorsichtiger. Wir müssen aufpassen. Also wir müssen echt wirklich an allen Ecken aufpassen. Ja, ich weiß auch nicht, wo die alle hin sind. Die standen doch gerade noch alle da an dieser komischen Stelle. Und auf einmal waren die alle weg. Gibt es eine Schwierigkeit, die man einstellen kann? Zumindest habe ich jetzt gerade keine einstellen können. Ich glaube, ich muss langsam mal vorgehen. Auf jeden Fall. Ich bin immer so ungeduldig. So. Haben wir gemacht. Also. Auf der nördlichen Seite, da vorne gibt es auf jeden Fall den Sniper. Den müssen wir holen. Eliminiere den Scharfschützen nördlich der Landezone. Da. Und eliminiere in und um den Park. So, das kriegen wir jetzt hin. Langsames Vorgehen. Immer wieder kurz gucken, ob man jemanden sieht. Was er jetzt nochmal verkacken sollte. Oh, nice. Wenn das jetzt nicht läuft, dann hole ich mir gleich Verstärkung von Christian, Jay und Sepp. So, da ist einer hochgelaufen, das habe ich gesehen. Irgendwo da rechts ist einer. Da. So, irgendwo hier unten ist noch einer. Weiß nicht, wo der hin ist. Der könnte da durch sein. Da sitzt der Sniper drauf, wa? Da kann ich hier jetzt drüber? Yes. Da komme ich nicht lang. Da komme ich aber durch.
JJ und Sepp, Christian, J und Sepp, meine ich natürlich. Okay, ich weiß nicht, wo er ist. Oh, ich bin schon noch vorbeigelaufen. Ein Stück zumindest. Das Gebiet ist echt klein, was ich eigentlich hier verteidigen muss, oder? Im Prinzip muss ich nur... Ja. Da drauf? Okay, finde nördlich der Landezone. Östlich? Nördlich. Westlich. Da ist Norden. Irgendwo da ist der Sniper. War der gerade da drauf? Da sind auf jeden Fall die Mörser drauf. Oh Gott. So, das machen wir jetzt. Wo seid ihr? Sehr gut. Da oben drauf. Da habt ihr jemanden durchgesehen. So. Oh, was? So, ich bin getroffen. Ja, ich bin in Deckung. Ich bin in Deckung. Ich könnte jetzt nach Wunden sehen. Okay, Schwein gehabt. Ah, okay. Oh. Erstmal abniesen, Alter. Holy moly. Oh. Dankeschön, McClipper mit allem. Ach, so. Jawohl, da ist einer. Komm hoch. Komm hoch. Nein. Sind mich unfähig gemacht worden? Von wo? Ich weiß nicht. Ready, renn erst. Lass mich zurück. Mach sie tot. Hab ich sie wieder nicht gesehen. Rechts auf dem Dach ragt ein Gewehr hervor. Ja, da oben. Komm schon. Jetzt bin ich tot. Wirklich? Ach, weil Reddy tot war. Ah ne, ich lebe noch. Wen spiele ich jetzt? Okay, ich spiele jetzt einen anderen von uns. Sehr gut, verstanden. Da. Hast du gesehen? Rooms clear. So. Okay. So, wo war jetzt die Scheißtreppe? Da hoch. Okay, aber wo ist die Treppe hier drin? Der Raum ist 3 Meter groß. Wie kann ich die Treppe nicht sehen? Natürlich ist die Treppe draußen. Oh Gott. Das war nicht das, was ich wollte. Okay. Das war das Gewehr, was rechts hochgeragt hat, glaube ich. Das war's. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit den Jungs in den Dings und gucken mal, dass die mich dann ein bisschen carryen. Hallo? Da liegen einfach zwei Leute, das ist doch bescheuert, Alter. Ja, also ich war auf jeden Fall kacke, muss ich sagen. Ey, ich bin gerade mit in so einen Mörser reingelaufen und schon liegen da zwei Leute. Ich habe nur noch zwei zur Verfügung. Mies. So. Pech. Das ist nicht ganz so leicht, habe ich gemerkt. Yes. Ich lade euch mal ein. Ich bin immer noch gespannt, ob wir uns über das Radio unterhalten werden. Und Sepp. Habe ich das Radio eingestellt, richtig? Mal kurz gucken. Ich habe da gar nichts. Also, du kannst ein paar Sachen einstellen, aber ich habe da jetzt erstmal nichts geändert. Hallo.
Join. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schwer, okay, intens und ich finde es ein bisschen krass. Also Christian, ich höre auf jeden Fall in-game. Ich auch. Ja, geil. Also in der Mission eben ist mein erster gestorben. Also ich finde gerade so mit den Zwischensequenzen ist das halt sehr immersiv. War krass. So. Ich bin bei Euchton. Hallo. 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 Oh, mega. Ja. Rolle auswählen. Muss ich noch bitte muten, Sepp, in TS. Ja, klar. Aber ich könnte euch hier mal eben lauter machen. Warte mal, wo kannst du denn eine Rolle wählen? Ja, okay. In Einstellung und dann Audio. Ja, ja. Im Moment. Nee, hey, warum piepst jetzt? Wo machen wir denn die Facecam hin? Was? CS? CS. Nee, war kein Problem. Hallo? Ja, ja. Achso, lol, ja, du bist natürlich noch nicht drin im Spiel. Ja, CS ist doch gut. Ah, ihr wollt den Ingame-Sound auch nehmen? Ja, klar. Ah. Okay, Christian, du möchtest einen Trupp nehmen. Was möchte ich? Du hast schon den Trupp ausgewählt. Entweder du bist der Trupp, gar nichts ausgewählt. Ich bin gerade im Menü unter Audio. Und gucke, wie man euch lauter macht. Okay, ja, okay. Kann mir irgendjemand sagen. Da. So. Was denn? Ne, alles gut. Ich hab's gefunden. Ich musste gerade kurz gucken, wo ich in Teamspeak das Piepen ausmachen kann, wenn ich selber rede. Das ist richtig nervig. Ach so. Jo, stimmt. Piep, piep. Ja. Was hattet ihr jetzt gesagt? So wie immer da unsere Kamera? CS, ja. Ja, das andere Spiel meinst du? Gerne. So. Ihr mich? Hallo, hallo? Yes, wir hören dich. Hallo. So, das nehmen wir jetzt auch gleich noch direkt für YouTube auf, damit die Leute da auch noch... Ja, passt. Also ich find's okay. Ich könnte mein Mikro noch Mic Volume auf und normal auf laut stellen. Jay hätte ich gerne ein bisschen lauter. So. Ich habe jetzt mein Mikro auf laut gestellt. Ist es jetzt lauter geworden? Oder? Ja. Ist auf jeden Fall laut. Schon von vornherein laut gewesen. Soll ich nicht dann wieder normal machen? Ja, bitte. Ich hab mich jetzt mal auf laut gestellt. Nee, bleib mal bei normal. Okay. Hey, kannst du dich auf laut bitte stellen? Ich kann mich auf laut stellen. Danke. Das ist jetzt laut, das ist perfekt. Ja, perfekt. Ja, laut ist auf jeden Fall nötig. Ja, das ist gut. Ja, ja. Sepp? Test. Ja, hallo. Sepp ist auch super. Ja. Ich bin ready. Und ich darf gar keine Rolle auswählen. Wieso darf ich keine Rolle auswählen? Wo wählst du denn aus? Ja, die drei Punkte und dann eine Rolle auswählen. Ach, lol, nee, du musst einfach nur auf dich klicken. Yo, select role. Ah, so. Okay. Du hast entweder Team, Fire, Ready oder Assist. Aber kann ich nicht. Darf ich nicht. Bram müsste Team nehmen, weil der müsste dann der Leader sein, glaube ich, oder? Ich hab Trupp, Fire, Ready und. Kann. Wie wählt ihr das aus? Bei mir ist es ausgegraut. Bei mir ist jetzt alles ausgegraut. Ja, so, du bist Assist geworden. Weil wir jetzt alle Rollen verteilt haben. Yes. Okay. Okay. Weißt du nicht, was heißt denn ready? Was ist denn meine Aufgabe? Du bist fertig. Deine Aufgabe ist. Ich bin Feuer. Das ist richtig. Ja, du hast ja unterschiedliche Waffen. Das passt ja auch. Du bist ja auch bei Fire ist ein MG, bei Ready und Trupp hast du eher eine M4. Trupp hat, glaube ich, noch den Granatwerfer unten drunter und Assist hat M4 und Shotgun. Ja, das stimmt, aber trotzdem hat ja jeder irgendwie so eine Aufgabe. Aufgabe. Ja, ich muss immer dem Squadleader hinterher rennen. Also Bram. Wer ist der Squadleader? Bram. Bram ist Trupp. Also wir können, wir haben jetzt die Möglichkeit, verschiedene Uhrzeiten und Wetter einzustellen, von einem strahlenden Sonnenschein, wie wir das bisher hatten zu Sandsturm oder windig, ja, sowas. Das auch Dämmerung machen oder so? Ja, genau. Wir können von der Uhrzeit können wir morgens, Dämmerung, mittags, nachmittags oder nur durch Leuchtfeuer beleuchtet machen. Ja, Horror-Game, let's go! Das ist aber atmosphärisch, glaube ich, sehr geil. Also, das klingt ja, ich für den Stream ein bisschen doof. Aber für den Stream doof. Also, wieso? Weißt du doch gar nicht. Safe. Hast du doch gar nicht gesehen. Vielleicht ist es mega gut. Ich würde es mal ausprobieren wollen. Ja, hat ja wirklich noch keiner gesehen. Wenn du nicht, also wenn man. Wenn nicht geht, können wir ja ändern. Noch irgendwie morgens machen oder so, das ist dann der. So, und wir haben die Missionsvariante.
FUBA oder SOP. SOP. Aber was FUBA hieß, ist ja nie geklärt worden, Freunde. Ich FUBA weiß, ist super. Ich habe nie richtig verstanden, wofür FUBA hieß. Das ist so wie Zwinkel Zwonkel. Zwinkel Zwonkel hat einen ganz klaren Begriff. Ja, genau. Mir ist das egal. Wir können nehmen, was wir wollen. So. Ja, Sandsturm ist zu viel mit Leuchtfeuer. Okay, wir machen mal so, ja. Wir machen mal Leuchtfeuer einfach mit windigem Wetter. Oh nein, FUBA ist wirklich eine Abkürzung? Fucked up beyond all recognition? Ah, krass. Also okay, schwer. Okay. Was? Hast du gerade schwer die Kampagne gespielt? Nee. Okay, wir bleiben bei SOP erstmal. Wir gucken uns das Ganze an, wir gehen rein und ich würde sagen, ich klatsche auch einmal noch. So. Klatsche auch. Das muss ich hier machen. Selbst klatsche ich noch nicht gehört. Ja, das soll ich hier machen. Ich klatsche mal eben. Klatsche. Klatsch auch nochmal. Ne, Bram. Okay. So. Dann. 3, 2, 1. Was geht ab, ihr geilen Shit? Willkommen zu Six Days in Fallujah. Wir sind gerade im Livestream, aber wollten euch mitnehmen. Und zwar in eine Koop-Kampagne, die wir spielen. Und zwar heißt die Nordbahnhof. Und wir kennen sie noch nicht, aber wir spielen bei einem Leuchtfeuer. Ich bin der Truppenführer, natürlich. Jay ist Fire. Fire and Desire bin ich. Jay ist ja. Chris ist ready und Sepp ist Assistant. So, wir gehen rein. Ja, ich hab schon ready gedrückt. Ich werde Bram ist Assistant. So. Muss ich noch muten, Sepp? Ja, müssen wir genau muten, nicht mal wieder. Dankeschön. Wow. True. Okay, und das Wichtigste ist auf jeden Fall, das ist ein Taktik-Shooter und wir müssen ganz langsam vorgehen, weil wenn du, sobald ja, du einschlitzt... Ja, wir sind ja Team Taktik. Ja, wir sind Team Taktik und sobald man, auch man einen Ticken zu schnell ist, ist doof. Abraham hat schon ein bisschen Singleplayer gespielt und hat die Wahrheit des Krieges gelernt. Ja, dir ist aber auch klar, dass als Truppenführer, wenn du nichts sagst, dann laufe ich hinter dir her. Ne? Ja, das ist richtig. Ich habe so Menüs, da kann ich gleich durchgehen und. Echt? Ja, das ist ja. Auch für uns? Ja, ich hoffe, die für den Singleplayer kenne ich. Also die für die AI kenne ich ja auch. So, gucken wir mal, was passiert. Lustig. Holy moly, ist das dunkel. So, falls die Leute die überhaupt nicht wissen, das ist hier Fallujah logischerweise. Wir holen die Al-Qaida da raus. War das 2004, ne? Ja. Ich weiß nicht genau. So. Also, unser Auftrag... Du hast doch mega hell hier. Ja. Sieht doch super aus. Okay. Also, erstmal in Deckung gehen. So. Wir haben... Unsere Aufgabe ist, innerhalb des Gebietes, Rebellen lagern schwere Waffen im Gebiet, finde das Arsenal und zerstöre es mit C4. Ja, das Arsenal ist von hier aus gesehen nach Norden. Nach Süden, Entschuldigung. Darf ich kurz eine Anmerkung machen? Ja, sicher. Kannst du mich mal angucken? Ja. Wenn du redest, bewegt sich dein Mund. Das ist ja völlig abgefahren. Jo, stimmt, deine auch. Oh moin. Da bewegt sich dein Mund. Da kann ich eigentlich. Ja, und ich kann auch Befehle geben. Du hast nicht die Granate geworfen, oder? Nein, ich kann auch Befehle geben. Okay. Hab ich. Okay. So, und jetzt ist gerade ein bisschen dunkel. So dunkel. Ja, wahrscheinlich war das nächste. Weil die Scheinwerfer ausgemacht haben. Warum ist unser Leuchtfeuer aus? Ich hab nur eine Pistole mit Licht. Ach, guck mal. Und da kommt der nächste. Warum habt ihr so geiles Licht? Ja, weil du Feier bist, du machst das gleich selber. Ich mach mein Licht leise. So, okay, dann gehen wir mal rein, langsam sicher. Ja. Schön ja, vorsichtig. Da rechts ist da einer. Perfekt. Okay. Wir haben eine begrenzte Anzahl an Munition, Herr Apel, ne? Hey, Jungs! So. Mein Arm! Medic! Brauchst du wirklich schon einen Medic? Oh Gott. Ich war gerade wirklich kurz da. Okay, also oben auf dem Haus sitzt noch einer. Sehr gut.
gar keiner. So, wie geht's allen? Ja, Jay ist ein bisschen angeschossen, aber dem geht's gut. Wo ist denn der? Hallo, ich bin da. Ah ja, da, okay. Ja, ich, zwischendurch redest du wirklich nur über dieses Ingame-Zwinkel-Zwunkel-Ding. Ja, weil wir ja auch so weit weg waren. Ja, also ich bin geil, erste Ecke geschafft. Naja, zwei Leute mussten sich schon heilen. Ja, gut, okay. Das ist richtig. Oh Gott. Moment. Oh Gott, nee, nee, alles gut. Also, geradeaus. Kann ich das irgendwie anzeigen? Ja, du kannst pingen. Ja, wollte ich. Ja. Da in die Richtung. Da ist der. Er sieht mich ja logischerweise genau. Auch nicht, wenn ich keine Lämpchen an habe, ne? Na, naja, weiß ich nicht. Also, wir haben alle ein Lämpchen an, also. Ja, ich hab halt kein Visier, das ist ein bisschen schwieriger für mich. Ja, oh Gott, direkt hier vorne! Du bist hier direkt beschossen. Da, direkt hier vorne ist der auf der rechten Seite. Hier, hier rechts, hier vorne im Eingang. Ja. Hoppala, Entschuldigung. Da so ungefähr. Oh Scheiße, ich bin unfähig gemacht worden. Komm zu mir, ich rette dich! Chef, ich muss mal was tun ohne deine Erlaubnis. Ja, mach das mal. Ach, danke schön. Unterdrücken, alles klar. Erreicht. Danke. War ein guter Feuerschutz. War ein guter Feuerschutz. Die Frage ist, wo ist er? Habt ihr ihn gemacht? Sag das doch nicht so laut, die hören das doch. Ich verstehe das doch nicht. Ich kann doch gar kein Deutsch. Hey, what's up? Okay. Da oben. Nee, nicht unterdrücken. Komm mal da. Nicht bewegen. Nein, Moment. Hey, you're with me. What's the rooftop? Nur beobachten. Da. Oh Gott. Oder? Ich beobachte. Ja, von da oben. Ja, also auch schießen, ne? Ja, ja. Reden Sie über das Funkgerät. Ich bin zu weit weg. Wollen wir über das Haus hier vor uns gehen? Ja, können wir machen. Moment, aber können wir nicht eben. Redet er nicht automatisch über das Funkgerät? Dennis redet nicht mit mir, ich weiß nicht. Nee, das macht er nicht. Nee, Chef, sie reden nicht automatisch über das Funkgerät. Was ist denn die Taste dafür? Leertaste. Leertaste! Hallo, gar kein Problem. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Leertaste die Dings ist. Alles klar. Hier vorne können wir ins Haus rein, wenn ihr möchtet. Das ist haben wir mehr Deckung. Ich höre nur auf den Trupp wieder brammen. Ja, wir können hier aber jetzt wirklich mal gehen. Komm, beweg mal deinen Arsch hier hin. Alter, ist das geil. Das ist wirklich, Alter. Das ist wirklich völlig im Chaos, ey. So, okay, komm, rein da. War da jemand? Hier ist einer, der hat Aloha Akbar da drin gesagt. Ja, da drin höre ich auch Leute. Ja. Waren hier draußen denn Leute noch? Das war wie so ein Slipstick. Ja, hier draußen hinter uns war einer. Okay, weil gerade so Slipstick. In der Sekunde, wo ich da reingefangen habe, der Ball einfach hat zu ballern. Ja, nee, Jay hat ihn weggemacht. Okay, sehr gut. Ja, alles immer mit Suppressorfeuer. So, komm dann rein da. Okay. Ich hab nur eine Pistole. Bist du schon out of ammo oder was? Clear? Nee, aber ich kann den ohne Licht. Also ich kann ja nicht mit meiner fetten Wumme vorrennen. Nee, ist doch richtig, ist doch richtig. Hier ist Holland offen, Leute. Oh Gott, oben, oben, oben. Oben, oben, oben. Ja. Check it safe. Aber da oben waren wir. Down. Okay. Links auch einer down. Hier ist noch eine Tür, die man. Haben wir unten gesichert? Lass es unten erst sichern. Die Tür ist noch. Oh Gott. Oh, ich muss da unten. Ich bin getroffen. He's hurt, Vorsicht. Vorwärts, Männer. Ich höre Schritte hier auf der anderen Seite. Muss mich kurz verbinden. Oben clear, ja. Oben clear. Ich höre hier noch Schritte. Ich guck die rechte Tür. Linke Tür. Okay. So. Umklär. Alter Vater, ey. Alter Vater, ey. Was ein Stress. Du suchst mal hier oben clear. Noch kurz.
Tisch gehört. Hier geht eine Treppe nach oben. RPG? Ja. Nicht so langsam. Das heißt, unser Ziel, rechts gedrückt hältst. Nee. Oder ist das die normale Geschwindigkeit? Hast du gerade die Steuerung gedrückt? Wir können auch weiter nach oben. Naja, ist gut. Ja, wir können auch weiter nach oben. Moment, ja. Warte auf die anderen. Ja, oder geh schon mal hoch, ja. Auch gut. Ja. Da ist schon einer oben. Ja, selbst. Jeder ist hin. Copy that. We got additional reinforcements coming to you. Ich glaube, ich habe einen gesehen da hinten. Der ja, der muss ein RPG sein. Ah, warte mal. Haben wir noch Fenster? Ja, warte mal, sag mal den Ball mal. Wo ist denn der? Sieht denn irgendeinen? Da unten! Mann, weg! Hast du ihn? Kann ich nicht sehen. Ich sehe gerade so wenig. Oh, Scheiße. Von wo? Da hinten! Hier vorne. Hier, da ist einer tot. Ne, nicht unterdrücken, Entschuldigung. Da sind die. Habt ihr einen Munition over? Ja, ja, wollte ich auch noch am LAV. Ja, am LAV, aber der ist so weit weg. Wir werden beschossen. Also ja. Weniger als 10 Minuten Zeit? Von wo? Weil irgendwo da, wo ich beobachten gesagt habe, in die Richtung. Ist denn hier der Spotter von uns? Genau gesehen habe ich noch nicht. Wollen wir über die Dächer rüberlaufen? Das können wir ja nicht. Oh, müsst ihr erstmal. Erstmal müsst ihr doch gucken, dass wir den gemacht haben. Was ist das? Oh Gott, was? RPG. What? Jace, KIA. Ja, wir haben dich. Okay, Jay ist weg. Ich hab ihn gefunden. Er ist hier. Ja, mach ihn weg. Da ist der Böse. Sehr gut. Jay hab ich gemacht. Ich hab Jay aufgehoben. Okay, wir können hier nicht einfach in das andere Jay liegt da hier. Was ist nicht aufgehoben? Ach, lol, ich hab dich aufgehoben. Ah, lol, so tot ist der. Ja, deswegen sag ich, Jay ist KIA. Wir werden immer geschossen. Du hast ihm doch geholfen. Nee, der hat mir geholfen. Achso, das ist nett. Ja, wir kommen hier nicht auf dein anderes Haus rüber. Wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Ja, also, aber wir sollen doch... Ich habe auch irgendwie so ein kleines Problem. Ich kann nicht schießen. Genau, können wir nicht erstmal die Leute abschießen? Weiß ich nicht. Ich sehe die halt nicht. Die haben mich versteckt. Nachgeladen? Kann ich nicht. Da ist einer zumindest. Ja, wäre ganz gut. Was willst du holen? Ja, Moment, ich versuche hier oben gerade noch den einen Dude abzuknallen. Achso, ich habe noch eine Granate. Ja, gut, also. I can't see! Okay, wir gehen mal rüber. Wo laufen wir jetzt genau hin? Ich kann leider nicht mitnehmen. Ja, Jay, du musst hier bleiben. Ja, wir müssen leider unten. Wo laufen wir jetzt hin? Da. Okay, lauf einfach ohne mich. Nee, wir sind noch hier. Ich warte am Ausgang auf dich. Achso, okay. Deswegen wollte ich wissen, wo wollt ihr hin? Runter. Ja, wir müssen halt ja, weiter in unsere Richtung, ne? Richtung Norden. Also hier durch die Tür raus. Dieses Norden kommen wir doch her, oder? Ne, wir müssen nach Süden. Ja, da, wo halt die Mission auch ist. Also, genau, nee, genau. Dann du. Geht ihr mal da weiter, ich geh zum AAV, ich stoß nachher wieder zu euch. Wir haben ja geklärt, bis zum AAV's on site, rally up to reinforce. Okay, ja, wir können alle da hingehen. Aber ich bin hier. Ja, Sepp, wir können da alle hingehen. Verstärkung verfügbar beim AAV, vielleicht können wir da Jay wiederholen. Das Stückchen können wir ja rennen gemeinsam. Hier ist Sackgasse over. Na gut, lauf mal. So, wo ist das LAV? Hier irgendwo war das. Da ist es. Da steht auch noch einer. Ist das der Jai? Moment. Jo. Die schießen auf unser UI. Das Ding fährt auch einfach. Das ist kaputt. Das andere ist schon weiter. Das andere fährt da vorne. Das ist kaputt. Scheiße. Leute, ich dachte erst, das wäre Jay, der da steht. Das ist geil, die können wir uns jetzt wiederholen. Die haben im Raketenwerfer einfach so gut kaputt gemacht.
Request the balcony. Also hier oben auf dem Haus sind die drauf. Ja. Das heißt, da müssen wir das Haus hoch. Wir haben noch 5 Minuten ungefähr. Wir müssen da hoch. Das kann das Missionshaus. Ne, das hier ist das optionale. Das hier ist ein optionales Ziel. Lass das jetzt nicht. Ja. Schuss von drüben. Ja, aber das ist das Optionale. Aua, aua, aua. Er steht hier vor mir. Ja. Haben gemacht. Wir haben nicht gemacht. Noch einen. Ich auch. Da ist der nächste. Aber wir sind alle down. Alle. Ja, stark. Okay. Ja, stark sagen wir eher pur. Ach, krass. Im Dunkeln ist das schwierig für den Feuermann halt zu helfen, weil ich wirklich keine Lampe hat auf meiner fetten Waffe. Ja, verstehe ich. Ich sollte mal heller machen. Ich hatte gerade, das ist ja jetzt hier zwischen den Missionen, ne? Ich hatte gerade den Fehler, ich konnte nichts mit der linken Maustaste machen. Also Granate schmeißen, schießen, nachladen, ging nicht. Hast du nochmal, ach so, okay, ja. Jetzt weiß ich nicht, soll ich nochmal eben das Spiel neu starten, während wir gerade hier sowieso im Menü sind? Ja, mach doch mal. Sicher. Sicher. Was habt ihr euch denn da jetzt holen lassen, Alter? Da war doch nur einer. Ja, das war auch irgendeine Side-Mission. Ihr habt da wahrscheinlich die Geisel einfach gekillt, ihr Schweine. Nee. Da standen halt ein paar in diesem Gebäude und die sind einfach auf uns drauf. Frech. Also mal da musst du aber noch an deiner Truppenführerqualität ein bisschen feilen, ne? Also erstmal nicht das Headset, das hier Walkie-Talkie nutzen. Ja, das wusste ich ja gar nicht, was ich machen soll. Ja, nee, das ist doch richtig, aber ich wusste nicht, was das gibt. Dann mich einfach explodieren lassen. Ja, das konnte ich nichts für das. Nee, das war ich nicht. Wieso bist du denn explodiert? Keine Ahnung, ich bin einfach plötzlich explodiert. Ja, das ist richtig. Was passiert ist, einfach schwarz. Das klang wie ein Flugzeugangriff oder so. Ja, weil das wahrscheinlich der Irak auch hatte da zu der Zeit. Ja, vielleicht war das Friendly Fire. Die F-16-Bomber. Also das war... Ja. Ah, okay, du möchtest eingeladen werden. Ja, sicher. Da, bitteschön. Das lehnen wir ab. Ja, mal Delta hat uns gerade gesagt, dass wir gut sind. Okay, Christian ist jetzt Truppenleader. Gut. Nice. Nee. Dann nehme ich wieder... Keine Ahnung. Ready? Okay, dann bin ich Truppenleader. Okay. So, also wir spielen jetzt aber dieselbe Mission nochmal, nur diesmal nachmittags. Für ein bisschen mehr Licht. Okay. Liegt da am Plan. Man kann Jay auch mal schießen. Ja, aber wir haben nichts gesehen. Ja, ich kann aber nicht irgendwie meine Waffen ausrüsten oder sowas, sondern irgendeiner von euch hat einen Arc, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, einen Arcog. Dass der da mal ein bisschen auf Entfernung schießen kann von euch. Das ist ja richtig, ich hab so einen Arcog, aber du hast halt ohne Arc, also mit Arcog hast du halt kein Licht. Genau. Das heißt, du siehst auf die Entfernung dann trotzdem nichts. Natürlich schwierig. Ich weiß nicht mal, was ist meine Aufgabe als Fire? Ich kann, ist Suppressor, oder? Ja, im Haus vielleicht vorgehen und... Nee, das nicht unbedingt, aber auf jeden Fall Fire suppressen. Dann macht der Assault doch mit der Shotgun, oder? Der ist das so. Ja, das geht auch. Ja, genau. Also da sehe ich auf dem Bild, was ich hier gerade sehe, sehe ich ganz klar, dass die Shotgun als erstes da steht. Ja, ich bin ja auch immer vorgelaufen. Ich finde auch für den ersten Trevor nicht schlecht, Shit. Oh, hast du Sandsturm angebracht? Ja. Ach du Scheiße. Ja, wollt ihr es jetzt auch sehen, wenn es zu hell ist? Okay, kann man dann überspringen, das haben wir schon gesehen. Eigentlich, ne? Alter, okay, Sandsturm ist aber auch wirklich Sandsturm, ne? So, ja. Okay. So, wir gehen ein Stück rein, passt auf. Ich pass auf, Chef. Hier vorne irgendwo sind ja schon die ersten. Oh Gott. Er ist tot? Ja, Moment, ich muss kurz direkt heilen. Ich hab den dann abbekommen. Das ist 4 Euro. Okay, das hat.
Links scheint noch einer zu sein, weil der AVR schießt da drauf. So. Okay, oben auf dem Dach ist einer drauf. Wir werfen dann mal eine Granate hoch. Ja, mach mal. Oben ist auf jeden Fall einer. Lass mal links rum ins Gebäude reingehen. Habt ihr mit? So, mach mal hier die Tür auf. Kann einer ins Fenster gucken? Ich gucke ins Fenster. Ich sehe da nichts. Mach auf die Scheiße! Sehr gut. Da, so, bist du drin? Ab rein! Noch rein! Sehr gut. Links noch einer? Links, links! Geht's dir gut? Nee, ich muss mal eben ein bisschen. Da ist noch einer! Guck nicht nach links! Ich hab nicht nach links geguckt! Checken. Hilfe, ich blute! Ja, ich mach grad Bram! Nee, geht doch noch! Mann, du dein Bein das. Ist kaputt und nicht deine Gurgel! Jetzt sei mal, reißen sich zusammen, Soldat! So. Oh mein Gott, der kam um die Ecke. Nee, da. Clear! Ja, ansonsten clear hier unten, wa? Rechte Seite vielleicht auch hier. Hier sind wir noch nicht durch. Hier ist noch eine Tür. Die sind. Also sieht schon ein bisschen verwundet aus. Ja, bin ich auch. Hab schon 200 abbekommen. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier raus. Da. Unten ist durch. So. What the fuck? Geh rein. Von wo? Das war ein Raketenwerfer, ich hab ihn getötet. Wenn du rauskommst, oben links. Ich hab dich gerecht. Mein Freund, haltet durch. Okay, ja, wir warten kurz. Alter, der hat den direkt neben uns. Der hat einfach direkt mit der. Ja, hier wird immer noch hingeschossen. Der hat mit der. Okay, ich sehe aber nicht von wo. Dach, aber der Raketenwerfer ist down. Einen haben wir, okay. Hinten hab ich einen erschossen. Okay, das nächste Ziel ist das Haus auf der nächsten Seite. Also, das wird das nächste Ziel sein. Da rein. Oh Gott, ich zerplatziere C4. Ja, ist ja gut. Warum? Ich wollte die Tür da noch aufmachen. Leute, das Ding explodiert sofort. Weg, zurück. Alter, fuck it. Nice. Jawohl. Oh, wir laufen einfach durch die Wand, ja. Scheiß Grillo sprengen. Ja. USA. Ich geh mal durch die Tür. Komm mal auf. Ey, sag mal, die Tür nicht auf. Geh rein, oh Gott, ich werd beschossen. Ja, wir werden von hinten links geschossen. Straße hinten links oben. Dach ist clear. Okay. Ist hier einer in der Tür? Ist einer hinter mir? Ich seh gerade nicht, wo du bist. Hoppala. Oh shit, ich hab denselben Bug wie Christian. Achso, Moment, draußen werden wir beschossen, Chris? Ja, ja, hier draußen. Einer hat mich da hinten noch weggemacht. Gut. Geh wieder rein. Nein, ich hab denselben, ich hab dasselbe gehabt wie du. Meine linke Maustaste funktioniert gefühlt nicht mehr. Auch nicht. Nimm mal, drück mal 4, dann hast du eine Rauchgranate in der Hand. Nein, ich kann halt keine andere Tasten drücken. Waren wir da welche, Kadett? Und? Aber um Dach gesehen. Fuck, Timo! Raus haben, wieder rein tappen. Von außen zu sehen. Ich hab Marco, ich kann gucken. Treff ihn nicht, da hinten auf dem Dach. Ja, lass mich mal gucken. Da auf dem Dach. Ja, das Wir müssen jetzt ein bisschen beiseite gehen, sonst schießt man ab. Da geht's. I'm back online! Da hinten auf dem Dach. Da sind, glaube ich, 2. Ja, wir müssen weiter übers Boot. Ja, Moment, ich muss da ganz kurz. Ja, der läuft da hinten. Sich versteckt, ich weiß es nicht. Wie viel Uhr? Die Waffe. Also wirklich. Was ist los, Truppführer? Die Waffe klemmt. Ja, ist doch sendig. Hier hast du nicht geputzt, dein Mann, oder was? Jeden Abend. Also wirklich, ich kann. Was bist du für ein Truppführer? Moment, ich muss da ganz kurz in die Option gucken, wie ich das sauber machen kann.
Gibt's da eine Taste für? Was haben wir nur für ein Hauptmann, ey? WD-40, let's go. Also wir sind jetzt... Ausrüstung, Waffe tauschen. Das stimmt. Haben wir jetzt alles erobert, oder? Lagebericht öffnen. Finde ich irgendwie echt. Ja, wir müssen hier weiter. Oben ist... Nein, wo ist denn das? Oh Gott! Nice, Jay ist schon mal da unten. Alles gut? Taschenlampe X, halten R. Y? Moment, wieso Y? Schießmodus, ne, ist Schießmodus ändern. Hallo. Ah, cool. Ja, ich hab die Waffe irgendwie, also ich kann legit nicht schießen. Ich bin zu dumm dafür, ich weiß aber nicht wieso. Klemmt oder was? Also ich kann halt die anderen Befehle und so, da kann ich machen. Ja, ich kann auch beobachten, scheißen und so, aber schießen und so. Ich kann nur nicht schießen. Hast du mal Y Fire Mode gedrückt? Nee, das geht auch nicht. Also ich kann auch die Lampe ausmachen und an. Oder durch den Akku gucken. Ist dein Magazin leer? Hast du nachgeladen? Mein Magazin ist nicht leer. Es ist 29 und 28 Schuss drin. Hm. Du kannst sehen, wie viel in dem Magazin ist. Ja, dann. Nee, ich hatte eben. Ich konnte auch nicht nachladen oder so. Ich kann halt die Waffe nicht wechseln. Genau, der Chat schreibt entsichern. Dann schreib mal die 2. Drück mal die 2. Dann wechselst du die Waffe. Ja, ich drück die 2. Die 1, die 3. Ja. Die 3 müsste funktionieren, dann hast du Granate. Ja, aber mach dann T? Nicht. T? Was ist, wenn du T drückst? T passiert auch nichts. Drück alle Tasten gerade. Dann wechselt der bei mir auf die Secondary automatisch. Also er lädt zumindest einmal nach, aber er lädt nicht nach, sondern... Vielleicht... Ich glaube, deine Waffe ist kaputt. Ja. Moment. Jetzt habe ich mich gemutet. Okay, so jetzt hört er mich wieder zumindest, oder? Ja. Ja, schieß mir mal in den Fuß oder so, dass ich down gehe und dann mich wieder hochholen kann. What the fuck? Nur weil er die Waffe nicht sauber machen kann, du Schwein! Ihr seid Tür! Wir machen das jetzt zu zweit hier. Das ist wirklich ein Deserteur, der einfach hier unsere Truppen abschießt. Was war das denn jetzt? Ja, schade. Du hast mich in den Fuß geschossen. Doch, aber okay, mit der Schrotflinte. Zusammen schaffen wir das. Weiß nicht, an den Hand, Bruder. Alter, die ewig in der Hand. Du musst sie werfen. Kann ich weiß es nicht. Oh nein, wo ist der hingefallen? Unter deinen Ach, herrlich. Alter, was kann ich wahr sein? Also ich frage mich jetzt gerade, ob das ein Bug war oder ob das so vom Spiel gewollt war, ob ich zu doof war, diese Waffe sauber zu machen. Ja, wer weiß. Schieß mir meinen Fuß. Ja, mach mal den Sandsturm weg. Vielleicht fürchte, ist das ja wirklich an dem Sandsturm. Ähnliches gerade hatte, auch in der Nacht, könnte es wirklich ein Bug sein. Dann nimm mal eine andere. Ich konnte halt nicht mehr nachladen oder so. Ja. Nee, es gibt also Teamkill. Ja, es gibt auf jeden Fall Friendly Fire. Ja, das wäre crazy, wenn da bei so einem realistischen Spiel jetzt kein Friendly Fire geben würde. Ach, herrlich. Ja, stimmt, wir könnten auch so eine Tür aufmachen, eine Granate einschmeißen. Wir starten schon wieder. Ja, du musst separat in die Lobby gehen. Ich würde sagen, wir probieren jetzt aber trotzdem nochmal, oder? Ja, safe.
Aber was? Ich lag gerade wieder die Mission rein. Ach, das ja, ist voll gut. Das ist richtig. Okay, okay, so, next try. Diesmal. Direkt am Start schon. Ja. So. Okay, links also, rum, rechts rum, Chef, Roland. So, wir gehen da rein als allererstes. Da oben sitzt noch einer drauf. Moment. Das ist auf dem Gebäude, sitzt noch einer drauf. Ne, nicht unterdrücken, okay. Nicht unterdrücken. Achso, Entschuldigung. Alles gut. Mann, danke. Danke. Gerne. So. Warte mal, da auf dem Haus. So, grundsätzlich wollen wir in die Richtung. Langsames, bedachtes Vorgehen zum Ziel. Raketenwerfer auf dem Dach! Da, genau da ist der Raketenwerfer. Raketenwerfer down. Okay. Könnte sein. Auf dem Dach! Mörser! Okay. Das Haus ist das Ziel. Da kamen gerade 3-4 RPG-Leute raus. Da links oben war doch noch einer. Ja. Wir sind hier voll auf der Hauptstraße. Wir sind hier eingekesselt. Wir müssen hier wohl links oder rechts da rumlaufen. Ja. Rundführer, Bravo, wo lang? Ja, da rein. Sofort. Jetzt. Vorsichtig. Ja. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Waffenlager. Ja, der wäre richtig gut. Okay, das jagen wir in die Luft. Moment. Machen wir. Hab ich getroffen, Bruder. Ja, ich versuche. Ich versuche. Komm mal, ich hol dich. Ja, wir sind halt auch. Das bin auch unfähig. Ja, der kam da raus, die haben in die falsche Seite geguckt. Bin auch. Immer noch down. Ja, beide. Ich auch, wir sind beide down. Beide down. Warum seid ihr denn beide down? Weil der von draußen, glaube ich, schießt, oder? Oh, fuck it. Sehr gut. Also hier, dann können wir gleich in die Luft jagen, das ganze Gebäude. Aber hier sind noch Leute drin, aufpassen. DCA, one mic. Ja, oder wieder, okay, warte. Ja, also vorsichtig, aber hier sind noch Leute drin. Geradeaus ist noch einer, Sepp. Okay, guck nicht nach geradeaus. Ja, ich guck rechts. Also, wir müssen alle Sachen abdecken. Geradeaus ist noch okay. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Oder ist er doch gefallen? Ab denn? Sepp hat irgendwas geschossen. Hier? 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 Waffenlager. Oh, hier ist ein Weapon-Cache. Okay, so, ich will jetzt C4 platzieren und nach alle raus. Oh. Ja, also ich platziere jetzt C4 und dann raus. Ich hab F gedrückt. Ja. Ich hab F gedrückt. Da. Oh, der platziert. Lass hier raus. Okay, wir müssen hier raus. Oh Gott. Weg, weg, weg. Okay, sehr gut. Das ist explodiert. Dann war da Boom. Wo ist der dritte? Christian, wo bist du? Over. Christian? Christian verloren, over. Er ist wieder oben im Haus und so. Okay, wir haben eine neue Mission bekommen. Das war unser Einsatzziel. Wir könnten jetzt extracten oder die Mörser auf dem Rückweg noch mitnehmen.
Ich bin für Mörser mitnehmen. Gut, also ich gehe jetzt kurz hier auf das Dach, um zu gucken, wo der Rauch ist, weil ich habe sonst kein anderes Zeichen. Du bist beschossen. Wir werden beschossen. Also ich glaube vor. Sehr gut. Ich glaube vorne links war der Mörser. Von da aus werden wir beschossen. Also okay. Richtung. So, also Richtung. Genau, Richtung. Nee. Richtung Süden. Ich sehe doch einen riesig großen weißen Strahl. Genau, da müssen wir hin in die Richtung. Ja, okay, dann let's go. Cool, cool. Ja, wo ist, okay. Wo ist selbst? Cool, komm mal. Vor uns da gegen. Einer down. Bestimmt überqueren die Straße. Moment. Oh. Hier aus dem Haus kam gerade. Da kommt dann der Mörser runter. Aus dem Haus. Hier direkt das große Haus, da haben wir getroffen. Ja, Moment. Wo wir gerade herkommen. Jo! Ja! Dann gehen wir da hin. Gehen wir da hin? Ja, wir wollen die Mörser ausrotten. Okay, let's go. Wobei hier rechts auch aufpassen. Wer schießt denn hier? Ist das nicht in dem Haus? Ich weiß nicht, wo Sepp hin ist. Sepp, wo, Sepp, wo bist du? Hier wollt ihr rein? Nein! In das Gegenüber! Nee, okay. In das Gegenüber! Okay. Da wollen wir drauf, okay. Das ist ein Mörser. Ja, genau, das meinte ich die ganze Zeit. Ja, genau. Und lass hier alles vorne klar. Links rein. So, aufpassen, hier an den Fenstern oder so. Das ist einfach mal die weg, würde ich sagen. Ja, aber kann ja sein, dass die zuerst auf uns schießen, sondern da rein. Nee, aufs lass, Dach? Lass hier aufs Dach gehen, genau. Beginn hier aufs Dach. Aber vorsichtig. Mobischer hat gefragt. Ja, Mobischer. Okay, okay, okay. Aufpassen. Granate! Granate rein! Ins Fenster! Tschüss, Idiot! Gut, die sah gut aus. So, und rein da! Komm wieder raus! Komm raus! Ich seh gar nichts! Gar nicht gut, gar nicht gut! Da sieht man nichts drin! Das ist gar kein Problem! Man sieht da nichts! Der ist irgendwo hinter dem Auto! Seid ihr drin von uns? Ne. Das ist auch gefährlich, da reinzugehen. Das ist super gefährlich. Okay, einen habe ich down da drin. Okay. Hier ist soweit safe. Ja, hier ist soweit safe. Unten sind noch welche. Da. Unten laufen auf jeden Fall noch welche rum. Und oben auch. Nein, oben ist... Oh. Boah. Ey, Sepp, hast du gerade Christian gemacht? Alter. Ey, Sepp, hast du gerade Christian gemacht? Oh mein Gott, wir haben schon wieder Deserteur, Sepp! Ja, ach. Der hat dich geleuchtet und so, der sah aus wie ein Böser! Das kann nicht wahr sein, ey. Mann, tut mir leid. Och. I'm reloading! Ich dachte, die wären da alle noch. Ich wusste nicht, dass die reinstürmen. Ich hab doch gesagt, das war so gut aus da ganz ja. Unten. Ja, aber nicht über Funk. Ja, ich wusste nicht, dass du wegrennst. Jay und ich haben gesagt, wir gehen von hinten ran. Ja, und wer hat dir dann erlaubt? So, wir versuchen jetzt auf jeden Fall noch zu fliehen. Mörser haben wir, aber. Was muss da? Ey, los, hier bei Grün. Oh Gott! Oh mein Gott, ich dachte, Alter, das war genau. Hier können wir runter. So, der nächste Ziel ist der grüne Rauch. Hier können wir runter. Ja, der ist eine Straße weiter. Ja, aber mit Bedacht. Hier sind ja noch Häuser Alter, zwischen. Wir lassen den Deserteur vorlaufen, dann kann er uns nicht abschießen. Ja, das ist wirklich. Also, das ist wirklich schrecklich, was hier schon wieder passiert ist. Deserteur heißt das doch, oder? Deserteur. Deserteur. Oh, alle
Also Sepp, nächste Reise, wann ist das? Nächste Reise Den Haag, ne? Ich will meinen Fuß schießen. Was ist der für eine Extraction? Passiert dir noch was? Ja, da kommt er. Ah ja. Mein Freund. Wir sind echt Profis, ey. Ja. Weil wir waren so gut. Aber lebt auch keiner mehr, also von daher war das ja auch worth it. Hätte klappen können, wir waren so gut, aber dann. Dann doch nicht. Ja. Die 0 Punkte Abzug, das glaubst du selber nicht. Ihr habt 0 Strafe für Eigenbeschuss. Ja, ich hab auch 0 Strafe für Eigenbeschuss, aber Sepp hat da bestimmt nicht 0 stehen. Warte mal, neue persönliche Bestleistung. Mega gut. Schlecht. Ich hab einen Hut bekommen. Die guten Al-Qaida-Leute mit dem T2-Army-Helm. Ja, nee, du warst so im Dunkeln. Also ich hab nur deine Beine gesehen. Alter, das war wirklich einfach nur so ein Quatschton. Das ist auch geil. Der eine sagt, ich hab nur deine Beine gesehen. Der andere sagt, ich hab einen Headshot bekommen. Wer lügt jetzt? Nee, ich hab mit der Shotgun geschossen. Deshalb warst du in Zudown. Achso, ja, okay. Alter, das war blöd. Da gibt es einen formellen Verweis für die Akte Sepp, ey. Sepp erhält einen, ja, das war auf jeden Fall der Nordbahnhof. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Six Day in Fallujah, wenn ihr Bock habt, unten Link ist Videobeschreibung. Guckt euch das gerne noch an. Tschüss. Schön. So, gucken wir uns jetzt noch eine andere Mission an mit dem FUBA-Modus, würde ich sagen. Oh mein Gott, ja, da bin ich gespannt. Will einer Feiermeister sein? Ja, ich bin Feiermeister. Wir können gerne mal tauschen, falls du mal eine Dings haben möchtest. Ich möchte mal was anderes mega spielen. Ich nehme Christian fand die auch, glaube ich, mega. Ja. Was denn? Ja. Okay, jetzt bin ich ready. Alles klar. Achso, jetzt bin ich wieder der Truppenführer. Okay. Also du kannst auch was anderes nehmen. Egal. Ja komm, dann nehme ich dir Feierabend und du bist der Truppenführer. Ja, auf Christian hören. Richtig. Der ist auch der hat auch die meiste Lebenserfahrung von uns, also das ist schon richtig so. Wir hatten gerade Northern Train Station, ne? Dann nehmen wir einfach die nächste. Irgendwas. Aber nimm mal FUBA auf jeden Fall als Modus. Okay, Apartment Building, Mission Variant, FUBA. Time of Day mache ich dann aber mal wirklich irgendwie mittags oder so. Ja, mach mal. Nun bei... Also ich sag mal so mit Issep, ne? Das war, naja. Aber geil, ich habe da aber auch ein bisschen mitgerechnet, muss ich sagen. Als wir uns so aufgeteilt haben. Das machen wir so, oder? Ohne Aufnahme? Ja. Okay. Ich würde sagen, für das Video haben wir das. Okay. Also die Highlights hatten wir jetzt auf jeden Fall drin. Eben hatte zwischendurch jemand gefragt, ob das zur Saddam-Zeit spielt. Ja, kurz nachdem der gestürzt wurde und Al-Qaida die Macht übernommen hat. Hier Al-Zarqawi hat man ja wirklich schon ein paar Mal gehört. Ist das ein Game wie Rainbow Six oder so? Ja. Ich würde sagen, noch realistischer. Jawohl, Alter. Okay, na, wer guckt? Oder willst du mir die... Oder müssen wir die raufsammeln? Ja, ich denke, wir werden mit dem Ding hier laufen, oder? Nee, ich glaube, der läuft nicht. Da steht ich glaub, aber die Rauchgranaten sind schon ganz sinnvoll. Ja, okay, dann schmeißen wir ja Rauchgranaten, damit wir hier rumkommen. Ich habe mal eine geworfen. Ich habe mal eine geworfen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch gut. War zu viel oder zu wenig? Oh, wir sind komplett offen. Also, gar kein Problem. Ich renn mal rein, ne? Oh Gott. Oh, alles gut. Ja, guck mal, haben wir gut gemacht bis hierhin. Ich Krieg gemacht, ey. 1A, man sieht nur das AAV nicht mehr. Hier wird C4, ja. Moment. Bram, mach mal. Wo ist? Ja, du sprengst auf, ich schieß dir dahinter. Oh Gott. Chris, magst du von der Tür weggehen? Da oben.
Der Sniper kann einen trotzdem sehen. Moment, wo gehen wir jetzt rein? Ist ja, wollen wir ins Haus rein? Hier, hier rein. Okay, okay. Chief Corporal. Clear. Ja, von draußen werden beschossen. Da ist Bewegung. Oh, oh, da aus dem Löcher, die Löcher draußen. Geh ein Stück weg von der Tür. Die Löcher. Von wo? Da, von da aus kam das. Ich geh mal hoch. Chef, obere Etage, habe ich zwei gekillt? Obere Etage? Ja, hab ich noch zwei gesehen. Ich schieße schneller als ich schon. Ich geh mal mit dem Hoch rüber. Ja, ich denke, wir gehen jetzt alle hoch, oder? Da vorne ist der Sniper auf der Seite. Meint ihr, den können wir killen? Ich glaube nicht. Aber hier hat man einen guten Engel auf. Da stand einer. Was da? Hier ballert doch einer die ganze Zeit mit so einem LMG. Also im blauen Haus, 3 Uhr, ist ein Gegner. Ja. Es war ganz schön dunkel da drin. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, da war saß ein Sniper drin, deswegen habe ich das aufgeschossen. Achso, auf die Mosk? Ja, wenn der Turm so heißt. Da dürfen wir aber nicht drauf schießen. Achso. Juli, dann gehen wir doch hier fertig und gehen wir da raus. Nächstes Gebäude. Ja, wir müssen mal da blau versuchen zu klären. Ja, ich glaube auch. Mann, blauer, blauer. Echt hier. Das ist doch da, wo unser Ziel drauf ist, oder? Nein, nee, unser Ziel ist... Ja doch, doch, kommt in die Richtung, also zumindest ja, dahinter. Das war schon ziemlich hin. Müssen hier, das meine ich. Ja, das, oh, ja, das könnte. Das Ziel. Oben das links. Ist das Ziel. Der Sniper, der ist Sniper. Ja, dann das rein da. Rein ist ja, hier sind welche drin? Ja, ja. Ja, gewundert, wenn nicht. Und wo ist unser Chef? Ich bin hinter dir. Okay. Wir sind hier falsch. Er ist hier ein Einzelzimmer. Ja gut, ja, dann müssen wir vorne wieder raus. Oh Gott! Ich hab ein paar gemacht, aber jetzt kann ich nicht mehr. Ich werf mal eine Granate rein. Okay, dann gehe ich noch nicht dahin. Okay. Oh Gott. Hat er schon Boom gemacht? Ja, die war effektiv. Die hat einen auf jeden Fall mitgenommen. Muss ich kurz heilen? Ich bin down. Hilfe, Medic. Ich komm. Medic. Medic. Jo, ich hab dich. Die kommen teilweise von hinten, Freunde. Kann ich nicht. Dankeschön, Chief. Geil. Jetzt bin ich incapacitated. Jetzt geht nur. Okay, wir haben ein Problem. Ich bin sofort down. Also komplett down für immer. Ja, wir ja, müssen. Warte. Irgendwer muss Bram holen. Ich hab Jay schon. Nur Bram. Das war's. Bip, 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 bip. Dödüm. Ja, ich hab dich noch. Ach, krass. Bram ist gerade umgefallen. Ja, ich weiß. Ich hab gerade Jay geholt. Also,
Alter, Bram läuft die Nase. Im Flugzeug immer erst sich selbst heilen und dann andere, weil ich habe Bram aufgehoben und bin down gegangen beim Aufheben. Ganz kurz, der Chat schreibt gerade, man könnte mich beim AAV wiederholen. Ich sag euch das gerade über den TS. Ja, dann gehen wir mal zum AAV. Er ist links. Da sind links sind Gegner, pass auf. Direkt hier in der Tür. Ja, ja, die sind schon überall in den... Hier links! Ist down. Also, wenn wir... gegen die Tür klopfen, da ist er wieder da. Oh. Moment. Nicht da. Geh mal genau hin. Dankeschön. Wir müssen irgendwie hier hoch. Sepp. Ich weiß nicht, wo Sepp ist. Keine Ahnung, ich bin bei dir. Wir sind hier alle um die Ecke gekommen oder von oben. Ja, perfekt. Ja, wir müssen nach hoch. Ich muss mal eben nachladen. Ich bin komplett entschieden. Ja, denk dann, du kannst deine Munition neu holen. Sind ja, ich glaube, das soll ich mal eben machen. General. Ja, da oben klingt nach LMG. Ja. Warum geht er nicht mit der Schuhe? Reloading! Wir können doch hier nicht. Oh Gott. Oh! Ich halte die Treppe! Du bist zurück zur Treppe. Die Fuck! Oh shit! This ain't good! Alles klar, warte hier! Ich muss gerade, ich hab einen gemacht und ja, muss mich gerade verbinden. Da sind ganz viele, da ist nicht einer. Nee, ich hab nur einen gemacht, wollte ich, hab ich gesagt. Da ist nicht einer, da sind mehrere. Ja, glaube ich. Sowohl den Gang hier durch, als auch links die Türe rein. Okay, ich renn. Mann, rette den mal. Oh. Wer hat mich diesmal gemacht? Ich war nicht down! Jetzt hab ich den Bug! Ich kann nichts machen! Mann! Was ist hier los? Ich hab den Bug! Ich hol uns ab, AAV. Ich hol euch! Ich hol euch, Homies! Den? Ich hol euch, Homies! Schieß mich ab und hol mich! Nein! Ich kann aber nichts mehr holen! Nee! Kann man nur einmal holen? Ja, man kann nur einmal holen. Schieß mich ab und hol mich! Ich auch nicht! Alter, zum Glück hat er das nicht gemacht! Ich hab den Sniper auch vergessen! Ja, den Sniper hab ich auch vergessen! Alter, selbst nach der Fall, ich renn da jetzt rein und dann so! Mach doch die Mission. Er kommt hier, Alter. Alter, was da kommt, Gefühl. Alter. Attacke! Der hat doch irgendwas von Form ab gerade gesagt. Müssen die nicht zum AAV? Okay, wir forken mit available vom AAV. Verstärkung verfügbar am AAV, oder? Da ja, nichts auffüllen. Da kommt ja einer mit dem Raketenwerfer! Das ist geil. Der ist hier vorne. Ja, du machst das schon. Vorne. Aber wie können wir...
LMG. Oh mein Gott, der ist da. Manu! Was ein Chaos hier. Ja, gar nichts. Okay, Jay, wie krieg ich dich weg? Also, jetzt macht das schon. Muss nur und leider hoch. Nicht. Und leider nicht schießen. Du musst nur ja, da hoch, du hast leider den Sniper vergessen. Ich mach das nicht. Ich hab scheinbar meine Waffe auch nicht links geputzt. Okay. Ja, schade. Ja. Er muss selbst nicht mehr das. Ach, das Gebäude ist clear oder was? Ich weiß es nicht, genau. Keine Ahnung. Ah, jetzt holt ihr uns alle. Oh, hier ist noch ein Zweier. Cool euch, Jungs. Als ob. Oh, bitte alle. Jawohl. Bitte alle, nicht nur einen. Ah, Mensch, ey. Geil, das ist ja wieder schießen, geil. Jawohl. Der Shit. Refill. Geil, wo müsst ihr hin? Ich guck mehr. Nee, wir haben jetzt eine neue Waffe, oder wir müssen Standard-Soldat clearen. Also Haus clearen, die Leute können von überall kommen. Yes. Wo kommen die Massen denn her? Soll er auch mit Sniper aufpassen? Diesmal auf den Sniper aufpassen. So. Du bist gefallen, ich weiß aber nicht wo. Hier bin ich. Komm hoch, komm hoch, komm. Kannst du ein Stück hochkommen? Okay, dann nicht. Okay, dauert jetzt Cooldown oder was? Okay, kein Problem. Mach das jetzt. Entspannt. Ja, den Sniper da oben sehe ich. Aber der trifft mich nicht. Machen wir. So. Da ist gar noch kein neues VR unterwegs. Deswegen.
war jetzt gut bis hierhin, oder? Was ist das da? Da vorne, nächster Raum, okay. Nächster Raum ist ein Breach. Ja, das ist der Sniper, ich weiß. Naja, hallo, guten Tag. Ja, renn ruhig an mir vorbei. So. So, wo kommst du denn her, Alter? Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Sehr gut, haben wir auch. So, machen wir auch. Bremst. Kein Ding. Diesen Schuss haben wir auch noch. Ich glaube, das war auf der Etage. Der zu. Kann ich da jetzt wieder ran? Nee. Neuer AAV ist auch noch nicht da, wa? Also bisher noch nicht. Ist okay, ich verstehe schon. Irgendeiner schießt hier auf mich. Wären wir da? So. Und runter. Rüber. Perfekt. Schade. Tut mir leid, Jungs. Schade, Sache. Alter, wie viele Leute da 90 lagen. 90 Punkte. Ja, 90 Alter Punkte. Vater, ey. Ja, leider war kein zweiter, ey, wieder. Sonst hätte ich euch ey, der Fubar-Modus, Bram, einfach insane. Ja, der Fubar-Modus auf jeden Fall insane. Ich habe 65 Rebellen getötet. Okay, krass. Ich weiß, das steht bei mir gar nicht. Das steht bei mir auch nicht. Was steht da? Rechts an der Seite stand es bei mir. Ach da, estimated 65 Insurgents haben wir gemacht. Ja. Na gut. Dafür haben wir auch 4 Marines verbraucht. Hm. Ja, absolut. Ja, das war auf jeden Fall eine krasse Geschichte, die wir gemacht haben an der Stelle. Das ist Atmosphäre. Na, wenn ihr auch Six Stage in Fallujah haben wollt, dann Ausrufezeichen Six Stage, dann Ausrufezeichen Fallujah einfach mal eintippen an der Stelle. Wie gesagt, hat den KI-Modus. Falls ihr da Interesse dann habt, hat eine große Kampagne, die dann halt sowohl mit irakischen Zivilisten als auch mit Ex-Marines so ein bisschen tiefer da einsteigt, wer sowas für wen sowas interessiert. Also macht auf jeden Fall weniger Bock auf Krieg, definitiv noch, als man eh schon hatte. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was ganz Interessantes, was so ein Spiel mal schafft. Und ja. Ich glaube, wenn man hier, Phil, ich muss nochmal, wie hieß der, The Hurt Locker gucken. Der ist, glaube ich, der Film über den Kram. Das hat mit dem einen Dude, der hinter der Wand liegt die ganze Zeit. Der ist auch ziemlich gut. Der hat einen Oscar für Regie, glaube ich, bekommen. Ja. Ja, Ammo ist auf jeden Fall krass. Das definitiv. Kann die Atmosphäre ist geil, das stimmt. Kann ich wirklich nicht anders sagen an dieser Stelle. So, und ich würde sagen, das war doch mit so einem kleinen Donnerstagsabends-Intermezzo. Wir sind zeitnah wieder für euch da. Und zwar ab, ich glaube, nächster Woche Montag oder Dienstag oder so. Wir werden da machen. War heute ein kleiner Snack für euch. Also Montag auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle Beteiligten. Als auch natürlich Victura, die dafür gesorgt haben, dass wir das Ganze hier machen konnten und zusammen da reingeguckt haben. Die uns dann auch dementsprechend schon ein bisschen vorab damit versorgt haben. Also, wenn ihr Bock habt, Ausrufezeichen Fallujah.
Und, also Montag streamen wir auf jeden Fall. Ich werde Montag vom Karneval aus streamen. Oder ja, zumindest versuchen. Stimmt, genau. Montag streamen wir auf jeden Fall. Entschuldigung, das habe ich vergessen, weil es gerade noch nicht eingetragen ist. Ich werde versuchen, vom Karneval aus zu streamen. IRL. Ja, das ist natürlich dann eh... Später mehr dazu. Probieren wir mal aus. An einer anderen Stelle mehr dazu. Ja. So, wir raiden jetzt noch jemanden. Und zwar auch, würde ich sagen, jemanden, der einfach in dem Game drin ist. So, wir haben... Es gibt Knüppelpaste. Spricht jemand gegen Knüppelpaste, den zu raiden? Nö. Ja, war. Der spielt gerade eine... nicht dieselbe. Doch, der spielt exakt dieselbe Mission, die ich gerade... Der ist gerade auf dem Dach, in demselben Gebäude, wo ich gerade auf dem Gebäude bin. Also könnt ihr dafür weiter gucken. Und dementsprechend raiden wir da jetzt mal hin. Vielen, vielen Dank an alle. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock. Und wir sehen uns alsbald wieder dann in einem anderen Streamchen. Liebe geht raus und bis dann. Tschüss.